Das heißt, die Unfreiheit, die wir im Außen erleben, ist der Spiegel der Unfreiheit in unserem Inneren. Und damit ein herzliches Willkommen zu ein paar Minuten während dieses Kongresses, die sich nicht mit dem Channeling an sich beschäftigen, sondern mit, sagen wir einfach mal, verwandten Themen. Ich möchte aber kurz vorstellen, was ich beizutragen habe und warum ich Teil dieses Kongresses werden durfte. Dafür erst einmal vielen Dank. Denn ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit den Hintergründen des Seins auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen. Mit 18 bin ich dann aus der Kirche ausgetreten, weil mir bis dahin bewusst geworden war, dass das nicht, dass da irgendwas nicht für mich stimmig ist. Um es mal jetzt mal so allgemein zu formulieren. Und durch diese Begegnung mit dem Tarot 1985, nochmal danke dafür, dass der in mein Leben kommen durfte. Das war ein schöner, ein Stein, auf dem ich stehen konnte für eine gewisse Zeit lang, um mich daran weiterzuentwickeln, Bücher zu lesen, in diese Bücher einzutauchen. Und dann habe ich viele, viele Jahre lang, abgesehen von den politischen Büchern, dann auch viele spirituelle Bücher gelesen, die es eben damals schon gab. Wenn man 1985, 86 in einen Buchladen, ich war damals in Nürnberg, ging, dann sah man vielleicht ein ganz Regal mit spirituellen Büchern. Da stand oben dran Esoterik, das war so in der Ecke hinten versteckt. Und da waren eigentlich immer die üblichen Verdächtigen drin. Da hat man vielleicht ein paar Bücher gefunden, die sowieso schon jahrelang auf dem Markt waren. Napoleon Hill zum Beispiel. Die Arbeit, die ich dann für mich entdeckt habe, ich kann nicht als Arbeit betrachte, das war das Dolmetschen. Denn dieser Drunvalo Melchisedek, der hatte ja hochspannende Dinge zu sagen. Wir haben dann 1995, 94 den ersten Workshop organisiert. Diejenigen, die mich kennen als Dolmetscher, wissen, dass ich nicht der 1:1 Dolmetscher bin, der sich an die Seite stellt, das Mikrofon in die Hand nimmt, übersetzt und dann die Worte übersetzt, sondern und da kommen wir jetzt dem Channeling ja ein bisschen näher. Mein Anspruch war immer, und das konnte ich erst später formulieren, das Bewusstseinsfeld desjenigen zu übertragen, der dort auf der Bühne steht, um das dann auf Deutsch genauso rüberzubringen, auch mit der Energie, mit der Emotion, mit dem, was gerade da ist, und eben nicht nur die Worte zu fassen, das einzelne Wort zu fassen, sondern den Sinn zu erfassen, den auf Deutsch in einer schönen Sprache wiederzugeben, in einer schönen, verständlichen Sprache wiederzugeben. Und das war mir wichtig, ja, dass das Dolmetschen nicht nur eine trockene Angelegenheit ist, sondern dass es Freude macht zuzuhören, dass es ein Fluss ist, dass es wie aus einem Guss übertragen wird, dieses Bewusstseinsfeld. Und ja, das ist für mich immer so stimmig gewesen. Und das kann ich ja nur, wenn ich mich hingebe, ja, wenn ich mich zur Verfügung stelle, wenn ich sage, ich mache hier nichts,